Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Heute möchte ich Geburtstagsgrüße senden. Und zwar Glückwünsche an Helmut Dietl zu seinem 80. Geburtstag. Lieber Helmut Dietl, wir vermissen Sie. Heute ist Ihr 80. Geburtstag und Sie werden ihn wohl zusammen mit anderen verstorbenen Stars der Filmbranche im Himmel feiern. Und Sie werden den Kopf schütteln, wie sich der deutsche Film seit Ihrem Tod entwickelt hat. Herr Dietl, wir brauchen Sie. Wir brauchen Ihre Geschichten nötiger denn je. Film und Fernsehen langweilen immer mehr. Immer mehr Fortsetzungen und schmale Aufgüsse. Es gibt kaum noch innovative Formate. Alle gehen auf Nummer sicher und ein Drehbuch gleich dem anderen. Dann kann ich doch gleich die KI die Drehbücher schreiben lassen. Wo sind die guten Dialoge? Wo ist das Flair? Gerade heute denke ich an die Begegnungen mit Ihnen, die kurzen Gespräche. Das Eis zwischen uns brach eine Bemerkung von mir, dass ich meine Tochter nach einer ihrer Filmfiguren benannt habe. Das hat sie wirklich berührt und sie blickt mir tief in die Augen. Sie bedankten sich und wir schüttelten uns die Hände. Sie gaben mir auf mein iPad ein verwackeltes Autogramm für meine Tochter. Ihre Münchner Geschichten von 1974 haben dieses Jahr 50. Geburtstag. Das war für mich der Einstieg in die Droge Helmut Dietl. 1983 natürlich der Klassiker des deutschen Fernsehens Monaco Franze, der ewige Stenz. Und 1986 kam Kir Royal und ich erkannte durch Sie, Herr Dietl, meinen Berufswunsch. Die Kinofilme Stonk von 1992, Rossini oder Die mörderische Frage, wer mit wem schlief, 1997 und Late Night Show, 1999, faszinierten mich und liegen immer wieder bei mir im Player. Mit Preisen wurden sie überhäuft. Und die wirklich fantastische Biografie Helmut Dietl, der Mann im weißen Anzug, von Claudius Seidel, habe ich verschlungen und sie ist wirklich ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Ihre Fähigkeit, das menschliche Wesen in all seinen Facetten zu erfassen und gleichzeitig humorvoll und kritisch zu sein, macht sie zu einem einzigartigen Filmemacher. Ihre Filme und Serien waren nicht nur Unterhaltung, sondern sie boten auch tiefe Einblicke in die Gesellschaft und in menschliche Beziehungen. Sie hatten das deutsche Kino nachhaltig geprägt und blieben eine inspirierende Figur für Filmemacher weltweit. Ihr Werk zeichnete sich durch scharfsinnige Beobachtungen der deutschen Gesellschaft und eine meisterhafte Kombination von Humor und Tiefgang aus. Und dafür müssen wir an Ihrem 80. Geburtstag dankbar sein. Vielen Dank, Helmut Dietl.